So, bevor wir in dieser News-Folge die Frage klären, mit welchem bekannten Rapper da Neo das Heizungsgesicht Unleashed zusammen im Studio sitzt, beginnen wir diese Folge mit der hübschesten Battle-Rapperin Deutschlands, die auf den Namen Sly hört. Oh, das wird wieder einige da draußen triggern. Die Teilnehmerin des JBBs hatte vor kurzem nicht nur die Ehre, ein Date mit mir zu bekommen, sie veröffentlichte auch ihr Video zu dem Song Warm Up. In dem Track rappt sie übrigens auf Deutsch und Russisch und stellt unter Beweis, wie man konstruktiv und kreativ mit Kritik umgeht. Gerade für ihre JBB-Qualifikation musste sie für ihren Text und ihre Mische ziemlich viel Kritik einstecken, auch von mir. Und anstatt rumzuheulen, hat die hübsche Russin an ihren Lyrics und an ihrem Flow gefeilt und einen Song an den Start gebracht, bei dem man eine krasse Steigerung zu ihrer JBB-Qualifikation erkennen kann. Sie zeigt sich extrem selbstreflektierend auf dem Track und sehr selbstbewusst. Das Video erreichte bereits nach 5 Tagen auf Slys YouTube-Kanal 60.000 Klicks und macht deutlich, dass sie zwar zu den Hall of Shame-Kandidaten gezählt wird, allerdings für sich einen großen Hype kreieren konnte, den sie mit diesem Video weiter ausbaut. Gut gemacht, Sly. Und jetzt kommen wir zu Neo Unleashed und seinem maskierten Kumpel mit der schwarzen Neo-Maske. Hinter der Maske versteckt sich niemand Geringeres als Twizzy aka MC Twist, der auch dieses Foto hier auf seiner Instagram-Seite postete und auch ein kurzes Video postete, das ich euch hier mal einspielen werde. Yo, Delfin kommt, neuer Song. Auf dem Video ist vermutlich ein Neo-Beat zu hören, das bedeutet, dass beide möglicherweise ein Feature zusammen planen. Ob das Ganze mit der Punch-Arroganz-Line auf seinen 100 Bars zu tun hat, könnte man zumindest dann vermuten, wenn man sich die Hashtags auf Instagram anschaut, die Twizzy gesetzt hat. Darunter auch der Hashtag, das kann Twizzy regeln. Ob er da möglicherweise etwas gegen einen bestimmten Rapper in Planung hat, weiß ich nicht. Aber man darf gespannt sein, was da noch kommen wird. Was meint ihr? Gibt es ein Feature der beiden? Oben rechts könnt ihr mal darüber abstimmen. Apropos abstimmen, ich verlinke euch hier meine beiden JBG Punchline Toplisten, bei denen ihr über die besten Punchlines auf JBG 3 abstimmen könnt. Viel Spaß dabei und falls euch diese News gefallen hat, dann könntet ihr noch euren digitalen Daumen da lassen. Danke euch und bis bald.